Was waren sie, bevor der Körper geboren wurde? Dies ist keine Frage für den Verstand, der Geschichten oder Überzeugungen darüber erfinden soll, was du warst. Dies ist keine Frage, die mit Worten oder dem Verstand beantwortet werden soll. Sie soll erkannt und gefühlt werden. In diesem Video werde ich sie zu dem führen, was sie in ihrer direkten Erfahrung wirklich sind. Was sie spüren werden, wird die Antwort auf diese Frage sein. Aber was waren sie, bevor der Körper geboren wurde? Glauben Sie für den Rest des Videos nichts von dem, was ich sage. Für diese Erfahrung brauchen Sie kein weiteres Wissen und keine weiteren Glaubenssätze. Wenden Sie sich für den Beweis an sich selbst, nicht an mich. Ich führe Sie einfach zu sich selbst zurück und benutze Worte, um Sie dorthin zu führen. Die Worte selbst sind nicht von Bedeutung. Um also zu beginnen, fragen Sie sich einfach: Bin ich mir dessen bewusst? Und ohne über die Antwort nachzudenken, was in Ihrer direkten Erfahrung bestätigt, dass es Bewusstsein gibt? Wenn Sie anfangen, danach zu suchen, stellen Sie fest, dass das Suchen selbst bewusst ist, Sie sind sich jederzeit mühelos bewusst, und es besteht keine Notwendigkeit zu suchen. Sie sind sich dessen bewusst, und Sie müssen sich nicht anstrengen, um das zu erkennen. Prüfen Sie sich selbst und bestätigen Sie, dass dies wahr ist. Dieses Bewusstsein ist immer da, und es war schon immer da. Das Problem bei der Wahrnehmung dieses Bewusstseins ist, dass wir es für etwas Persönliches halten. Wir glauben, es gehöre uns. Wir glauben, dass mein Gewahrsein meins ist und Ihr Gewahrsein Ihrs ist, aber das ist überhaupt nicht wahr. Wenn Sie beginnen, die Natur dieses Bewusstseins zu erforschen, werden Sie erkennen, dass es nicht auf ein Individuum beschränkt ist. Dasselbe Bewusstsein, das sich dieses Körpers und Geistes bewusst ist, ist dasselbe Bewusstsein, das sich jedes anderen Körpers und Geistes bewusst ist. Und das ist wahr, denn derjenige, der behauptet, das Bewusstsein zu besitzen, ist nur ein Gedanke, eine vom Ego geschaffene Persönlichkeit, deren sich das Bewusstsein bewusst ist. Aber es existiert nicht wirklich. Es ist sich jedoch des Glaubens bewusst, dass es existiert. Beachten Sie, dass diese Persona kommt und geht. Sie ist nur eine Sammlung von Gedanken, die wir gesammelt haben. Sie ist nicht das, was Sie wirklich sind. Sie mag sein, wer Sie sind, aber sie ist nicht das, was Sie sind. Wer du bist, hat sich viele, viele Male verändert. Und das ist nur möglich, weil es nicht du bist. Du änderst dich nicht, und du befiehlst auch nicht. Es gibt hier etwas, das wir alle gemeinsam haben, das schon immer dasselbe war, das schon da war, bevor es den Körper gab, und das auch danach noch da sein wird. In diesem Sinne, versuchen Sie für einen Moment, nichts zu werden und nichts zu wissen. Lass das Verständnis von Sprache fallen und sei hier mit dem Klang. Lassen Sie Ihren Namen, Ihre Vergangenheit, Ihre Zukunft, Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ihre Überzeugungen fallen. Es ist sehr einfach, nichts zu sein. Tatsächlich kostet es mehr Energie, den Versuch aufrechtzuerhalten, eine Person zu sein. Gedanken sind dafür nicht notwendig, aber wenn sie vorhanden sind, ist das in Ordnung. Denn denken Sie daran, Sie verstehen die Sprache nicht und brauchen sie auch nicht zu verstehen. Das Gehirn wird das ganz natürlich für Sie tun. Sie müssen nicht versuchen zu verstehen, was gesagt wird. Lassen Sie es los. Werden Sie völlig unwissend gegenüber allem. Keine Etiketten, keine Urteile, nichts. Und das Ziel ist nicht, zu versuchen, das zu werden, was der Verstand sich vorstellt. Nichts zu sein bedeutet einfach, alle Anstrengungen loszulassen. Worauf ich dich hinweise, ist das, was du warst, bevor der Körper hier war, Bewusstsein, Gott oder Bewusstheit. Unterschiedliche Bezeichnungen, aber sie weisen alle auf dasselbe hin. Aber das ist es, was du warst, und das ist es, was du jetzt bist. Wenn Sie sich fragen, wie das wahr sein kann, erinnern Sie sich, als ich sagte, dass dieses Bewusstsein nicht persönlich ist? Nun, das bedeutet, dass es schon vor dem Körper da war und auch danach noch da sein wird, denn es ist nicht das Bewusstsein des Körpers, das er besitzt. Dieses Gewahrsein war schon da, bevor deine Großeltern geboren wurden, und es ist das, was wir alle wirklich als eins sind.
Wenn dieses Bewusstsein sich des Körpers bewusst ist, würde das dann nicht bedeuten, dass es hier war, bevor der Körper geboren wurde? Würde das nicht auch bedeuten, dass du nicht der Körper bist? Denn das Bewusstsein, das sich des Körpers deiner Mutter, deiner Großmutter, deiner Urgroßmutter und des Körpers von Abraham Lincoln bewusst war, ist dasselbe Bewusstsein. Es hat sich nie verändert und es ist nicht persönlich. Es ist nicht das von ihrem Ego erschaffene Charakterbewusstsein, das es für sich beanspruchen kann, denn, noch einmal, dieser Charakter existiert nicht wirklich und hat nie existiert. Dies wird sehr deutlich, wenn Sie beginnen, falsche Identitäten loszulassen, den Körper und den Geist loszulassen und ein separates Ich zu sein. Sobald Sie erkennen, dass dies nie das war, was Sie waren, können Sie dieses Gefühl von "Ich war schon immer hier" intuitiv spüren. Sie waren schon immer hier. Du wurdest nie geboren und du wirst immer hier sein, weil du nie sterben kannst. Und das kommt Ihnen vielleicht sehr bekannt vor, wenn Sie mit der christlichen Religion vertraut sind. Die Bibel sagt Ihnen das sogar. Die Bibel ist ein Buch über dich. Jede Religion spricht über sie. Es heißt, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Ohne ihn ist nichts geschaffen worden, was geschaffen worden ist. Aber Gott hatte keinen Anfang. Er hat immer existiert und wird immer existieren. Durch das Bewusstsein wurden alle Dinge geschaffen. Alles kommt aus diesem Bewusstsein, weil alles in ihm erschaffen wird. Der beste Vergleich, den ich dafür finden kann, ist der Raum. Der Raum ist die Grundlage von allem. Man kann nichts haben, ohne dass es dafür Raum gibt. Nichts kann ohne es existieren, aber es kann ohne nichts existieren. Das Bewusstsein hatte keinen Anfang. Es hat immer existiert und wird immer existieren. Du warst schon immer hier, nicht als Körper und Geist, sondern als dieses Bewusstsein, als Gott, als Bewusstheit. Du hast es nur vergessen. Viele von uns haben es vergessen, und es ist nicht eure Schuld. Diese Körper und dieser Verstand sind so tief konditioniert, dass wir anfangen zu glauben, dass Gott etwas ist, das von uns getrennt ist. Das ist bei weitem der größte Irrtum der Geschichte. Aber glauben Sie mir nicht. Studieren Sie die Natur des Bewusstseins, und Sie werden einen Weg beschreiten, der dem ähnelt, dem viele große Wesen gefolgt sind. Buddha, Jesus, die Liste geht weiter und weiter. Das ist es, was Sie waren, bevor der Körper geboren wurde, und das sind Sie immer noch.